Hallihallöchen, schön, dass ihr wieder bei Uncharted 4 dabei seid. Am Ende der Folge hat Nathan eigentlich schon das Handtuch werfen wollen. Im Sinne von, komm, ey, wir sind in der Unterzahl, da ist eine Armee, unsere Sachen sind weg, wir sitzen hier ohne nix. Komm, lass nach Hause, ey, kein Bock mehr. Und dann hat auf einmal dieses Piratensymbol gefunden und dann, ui, hatte er auf einmal irgendwie Bock auf mehr. Und nicht nur er hat Bock auf mehr, sondern wir natürlich auch. Und deswegen gucken wir mal, was wir hier so finden. Die sind immer noch so dreckig. Na Moment, ich bin gerade am Duschen. Gibt es hier irgendwie Schätze? Sein. Ja, hoffen wir mal, der Rest davon ist nicht unter jahrhundertealtem Schutt begraben. Immer hm. Wer weiß das schon, ne? Mhm. Eine Tür. Mhm. Schaut ja nach irgendwie Zivilisation aus, ne? Na los, hier lang. Ach, ehrlich. Ich gehe aber jetzt hier lang. Kein Schatz, kein. Ja, ich grase alles ab, ich weiß. Sam, hier oben. Ich komme. Keiner zu Hause. Hier sah es auch schon mal besser aus, ne? Ja, ganz besonders das Dach. Ja, hoffentlich fällt es uns nicht auf den Kopf. Ganz ehrlich, was musst du da hochdrücken? Jetzt kommst du noch so drunter her. Naja. Sam, hier lang. Oh, stopp, hier geht's hoch. Okay. Ja, Moment, ich möchte es hier drunter. Hier ist hundertprozentig was. Das ganze Gekrieche ist ein gutes Oberschenkeltraining. Endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Ja, du sagst es. Ich hätte schon hören können, dass es hier vielleicht irgendwo einen Schatz gibt. Hier vielleicht. Auch nicht. Eine Kiste, ich weiß was. Ja, brauchen wir die vielleicht gleich? Los geht's. Aufgepasst! Wir sind wieder im Geschäft. Heilige Scheiße. Nathan! Hast du was? Musst du dir ansehen. Ja, warte, ich schaue mich gerade noch hier überall um. Gar nichts. Oben vielleicht. Wir haben es zwar eh schon jede Menge liegen lassen, aber ich möchte halt nie unnötig was unversucht lassen, ne? Dass man irgendwie jetzt an dem kleinen Schatz vorbeirennt. Guten Tag. Was haben wir hier? Schade, man kann ja so viel lang gehen, aber ich finde nichts.
Na gut. Genau, machen wir die Funzel an. Habe ich mein Gefühl doch nicht in den Stich gelassen. Weiß ich, kennt ihr das? Man hat dann so ein Gefühl und dann behakt man da irgendwie drauf, ne? Könnte ja nicht sein, dass das jetzt hier... Das war mir auch zu offensichtlich, weil es einfach zu verwinkelt war. Und jetzt habe ich mich verlaufen. Ach, da. Warte, Sam, ich bin gleich da. Ich musste wieder... ein bisschen länger stöbern. Ach, hast du so schon hingestellt. Dankeschön. Oh mein Gott. Wow. Das kannst du aber laut sagen. Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Libertalia. Libertalia! Das legendäre Piraten-Utopia, entdeckt nach 300 Jahren. Von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich habe immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Genieß den Moment. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Das ist... also... mit mir im Paradies. Wow. Haben wir's echt gefunden. Das ist für dich also sprachlos? Mann, wie lange die hieran wohl gebaut haben. Sieht echt super aus, ne? Und was wir hier alles sehen, erfahren und auch erkundschaften können, erfahren wir in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute.